Also ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um den Organisatoren für ihre Einladung zu danken, meine Forschungsarbeiten vorzustellen. Mein Vortrag ist eine Präsentation meines Forschungsprojekts nach dem derzeitigen Stand. Es wird also einen Teil zum historischen und archivarischen Kontext geben, dann eine Präsentation der Wege und der durchgeführten Tests zur Beantwortung meiner Fragestellung mit prospektiven Teilen, auf die ich mich bereits freue, sie mit Ihnen diskutieren zu können. Mein aktuelles Forschungsprojekt ist das eines Second Book, das sich auf die Vertiefung einer ersten Forschungsarbeit konzentriert, die ich im Rahmen meiner Doktorarbeit über die Mobilität und das tägliche Leben von Gelehrten durchgeführt habe. In diesem Rahmen untersuche ich die Möglichkeiten, die automatische Erkennung von angeschriebenen Texten für die historische Analyse eines großen spätmittelalterlichen Textkorpus bietet. Es gibt heute zahlreiche Projekte, die Handwritten Text Recognition als HTR-Techniken verwenden, sowohl im Rahmen individueller Arbeit als auch im Rahmen von Forschungsprojekten, die von der Agence Nationale de la Recherche, das französische Pendant zu DFG, oder anderen finanziert werden. Es gibt eine echte Dynamik in der Forschung zu diesem Thema für die mittelalterliche Periode, deren Spezialisten in Frankreich seit langem computationelle und heute digitale Methoden für ihre Arbeit genutzt haben. Während Lucie Fossier und André Vauchez und Cinzio Violante 1975 in der Einleitung ihres Buches über Informatik Histoire Médiévale schrieben, dass der Maschinenlesen eine teilweise Lösung für das Problem der Datenmengen sei, die in eine Maschine eingegeben werden müsse, um eine Textquelle zu verarbeiten, zogen sie es nur für gedruckte Texte in Betracht. Sie waren der Meinung, dass die mittelalterliche Sprache aufgrund der Vielfalt ihres Zustands und der Zersplitterung der Quellen eine maschinelle Verarbeitung von handschriftlichen Quellen aus dieser Zeit unmöglich machte. Fast 50 Jahre später muss man feststellen, dass die Technologie es uns heute ermöglicht, umfangreiche mittelalterliche Textkorpora mit Hilfe von automatischer Transkription und digitalen Tools auf breiterer Basis anzugehen. Nur ein paar erfolgreiche HTR-Projekte, die direkt Kontakt mit meinem haben, wie des Medievisten Dominik Stutzmann aus der IRHT, der übrigens schon vor einigen Jahren im Rahmen dieses Seminars vorgestellt hat, oder die der Historikerin Ariane Pinch, die aus Siam in Lyon kam, zu mittelalterlichen Archäographen im Rahmen des CREMA-Konsortiums haben zur Ausbildung von Standards für Transkription und Workflow beigetragen. Ebenso wichtig ist die gemeinsame Nutzung von Daten, die für die Perfektionierung neuer Modelle entscheidend sind. Mit den Zenodo-Gruppen HTR United oder anderen gibt es ebenso Orts, um trainierte Modelle der Forschung für die Nachnutzung zur Verfügung zu stellen. Ganz kurz über die Gliederung von dem Vortrag werde ich so die historische Rahmen von meinem Projekt vorstellen, noch die Quellen und die schon existierenden Arbeiten über diese Quellen auch vorstellen und danach ein Fallbeispiel zur Segmentierung mit Transkribus und Scriptorium durchgehen und noch eine Fazit skizzieren. Den ersten zu historischer Rahmen. Im Rahmen meines Projekts interessiere ich mich für die Quellen des Pariser Parlaments und insbesondere für die von diesem erstellten sogenannten Plädoyer-Register, die für die Jahre 1395 bis zum 1571 erhalten geblieben sind. Das Plädoyer-Register ist eine juristische Quelle. Es erfasst alle vor dem Parlament geführten Prozesse, die jeder Fall zwangsläufig mit einer Debatte vor der Grande Chambre eröffnet wurde. Es gibt auch ein Register der Urteile, das jedoch nur einen Teil der ursprünglich vorgebrachteten Fälle zeigt, nämlich diejenigen, die zu einer Entscheidung des Parlaments führten.
Nachdem ich während meiner Dissertation mit universitären Quellen gearbeitet habe, um Informationen über mittelalterliche Studenten und Gelehrten zu erhalten, das heißt mit den Nationsregistern der französischen Universitäten, aber auch mit den deutschen Immatrikulationsregistern sowie den prosopographischen Datenbanken, die auf der Grundlage dieser Register erstellt wurden, möchte ich in meinem neuen Projekt den Blick ausweiten, in dem ich das Lebensumfeld der Pariser Gelehrten außerhalb des privilegierten Umfelds der Universität analysiere. Die Untersuchung dieser Bevölkerungsgruppe ermöglicht eine genaue Analyse der staatlichen Ereignisse, an denen die Gelehrten aktiv beteiligt waren. Als Bewohner der Stadt Paris waren sie mit denselben Versorgungsschwierigkeiten, hohen Lebensmittelpreisen und hohen Wohnkosten, schon im Mittelalter, konfrontiert wie der Rest der Bevölkerung. Sie waren Zeugen, Akteure und manchmal auch Opfer bestimmter städtischer Revolten, gehörten aber gleichzeitig zu einer der privilegiertesten Gruppen der mittelalterlichen Gesellschaft, was sie in eine günstigste rechtliche und politische Position brachte und sie von den vielen der Verpflichtungen befreite, die ihren Nachbarn zufanden. Ihre sozialen Netzwerke durchdrangen die gesamte Elite der mittelalterlichen Gesellschaft, von der königlichen Macht über das Papsttum und die kirchliche Hierarchie bis hin zur Oberschicht der Bürger. Doch diese Netzwerke bestanden mindestens ebenso sehr aus Menschen des Alltags. Vom Bäcker bis zum Pergamentmaler, von Buchmaler bis zum Wasserträger, in Interaktionen, die derzeit von dem Geschichtsschreiben häufig außer Acht gelassen werden. Diese sind das Terrain, auf dem die soziale, wirtschaftliche oder sprachliche Individualität der Gelehrten zum Ausdruck kommt. Die Stadt Paris bietet sich als idealer Ort für die Untersuchung dieser Interaktionen an. Sie ist nicht nur die größte Stadt des lateinischen Abendlandes im Spätmittelalter, sondern auch das Zentrum der Ausübung eines bereits zentralisierten Königstums mit einer starken Justiz, die von dem Parlament Paris geleitet wird. Die Tatsache, dass diese Gerichtsquellen, die ein großes Gebiet im Norden des französischen Königreichs Frankreich abdecken, über mehr als ein Jahrhundert hinweg erhalten geblieben sind, eröffnet die Perspektive räumliche wie zeitliche Variationen bei der Ausprägung der Rechte und Privilegien von Gelehrten zu untersuchen und die Präsenz ausländischer Gelehrten, vor allem aus dem Heiligen Römischen Reich, zu analysieren, die keinen Zugang zu Pariser Bourse und Kollegien hatten. Der bisher gewählte breite chronologische Rahmen, dann 1395 bis 1500 beziehungsweise 1488 bis zu der Digitalisierung der Quellen bislang gestoppt wurde, ermöglicht es, ein Transkriptionsmodell zu trainieren, das flexibel und leistungsfähig genug ist, um den größten Teil dieses umfangreichen Korpus auswerten zu können. Den chronologischen Rahmen ist noch nicht fix und ich werde ihn anpassen, sowohl in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Transkription, wenn die Variabilität des Quellenkorpus zu groß ist, um ein leistungsfähiges Modell über den gesamten Zeitraum aufrechtzuerhalten, als auch von der historischen Relevanz. Besonders interessiere ich mich für den Zeitraum zwischen 1407 und 1436 und beginne mit diesem, um meine Transkriptionsmodell zu analysieren. Ganz kurz zum historischen Hintergrund. An dieser Zeit, das Königreich Frankreich befindet sich mitten in der Wiederaufnahme des Hundertjährigen Krieges, in dem die Engländer, unterstützt von der Burgunder Partei, in den Norden des Königreichs eindringen und die Hauptstadt besetzen. Dies hat sehr direkte Auswirkungen auf die Ausübung der Rechtsprechung, wie auch auf die Präsenz von Gelehrten in Paris, erst recht von ausländischen Gelehrten. Im Jahr 1407 wurde anlässlich der Machtkrise zwischen den Armagnac und der Burgunden eine Verordnung über die Macht des Parlements von Paris erlassen. Das Jahr 1436 markiert hingehend das Datum, an dem König Karl VII. Die Hauptstadt wieder in seine Hand nahm, die Universität unter direkte königliche Aufsicht stellte
und ihre Justiz neu organisierte, indem die beiden Parlamente, die damals nebeneinander existierten, das von Poitiers und das von Paris, zusammengelegt wurden. Wir haben also den idealen Rahmen für eine Untersuchung des politischen Ausdrucks anhand von Alltagskonflikten. Ein weiteres Schlüsseldatum, das als Anhaltspunkt für den Zeitraum dienen kann, ist das Jahr 1452, das neue Statuten für die Pariser Universität und einen Wendepunkt in der Rechtspraxis markiert. An diesem Jahr, die Gelehrten hatten nicht mehr das Recht, sich in der Berufungsinstanz direkt an den König zu wenden, sondern mussten vor seinem Parlament erscheinen. Dieses Thema berührt zahlreiche Disziplinen, insbesondere die Rechtsgeschichte, wo es bereits Ansätze gab, mit Computerhilfe am gesamten Korpus zu arbeiten. Was das Korpus selbst betrifft, so besteht aus Registern mit nachträglichen Kopien der abgehaltenen Sitzungen. Wie Sie sehen, die Schrift ist daher relativ ordentlich und der Text geordnet. Der Text folgt einem Inhaltsverzeichnis, in dem die Orte aufgeführt sind, die der Gerichtsbarkeit des Pariser Parlements unterstanden. Elisabeth Schmidt analysiert in ihrem Buch über einige Grands Jours dieses Parlements diese als eine konzentrische Art und Weise, die Realität der Gerichtsbarkeit des Parlements zu betrachten. Vom Herzen des königlichen Gebiets bis hin zu Regionen wie der Bretagne oder der besetzten Aquitanien, wo der Zuständigkeitsbereich zu dieser Zeit durchaus theoretisch war. Die Arbeiten, die bislang zu diesen Quellen durchgeführt wurden, lassen sich in zwei Arten unterteilen. Historische Studien mit traditionellen Methoden, das heißt ein manuelles Durchsehen einer Reihe von Registern, um die für eine Fragestellung relevanten Rechtsursachen herauszufiltern. Dies ist der Fall bei der Studie von Serge Lusignan über die Identität von Gelehrten, die am umfassendsten die Register der Plädoyer ausgewertet hat, oder in letzter Zeit, wie Sie sehen, bei Elisabeth Schmidt und Ellen Löwers, die beide punktuelle Fälle extrahiert haben, wobei sie als Anhaltspunkte die Papierinventare des 18. Jahrhunderts verwenden. Die zweite Art von Forschung ist computergestützt. Es handelt sich um onomastische und thematische Datenbanken, die in den 1970er Jahren erstellt wurden und manchmal auf den Tabellen der Inventare des 18. Jahrhunderts basieren. Sie sind immer noch online zugänglich, teilweise, obwohl sie heute nur schwer zu nutzen sind. Wie Sie sehen, es ist die kleine Screenshot auf dem PowerPoint. Es gibt keine Möglichkeit, die Daten zu exportieren oder zu bearbeiten, und die Suche erfolgt wiederum von Fall zu Fall. Die Bereitstellung von Textdaten, angereichert mit Tags und Informaten, die es ermöglichen, diese Text zu bearbeiten, würde daher eine wichtige Weiterentwicklung der heutigen Forschungsmöglichkeiten zum Pariser Parlament im Mittelalter darstellen. Aber dazu muss man schon zunächst den Text erwerben und transkribieren. Und komme ich zu dem digitalen Teil meines Vortrags. Wie bereits erwähnt, ist die französische und internationale Community in diesem Bereich sehr aktiv, und unter den Plattformen, die für die Erstellung handschriftlicher Transkriptionen zur Verfügung stehen, sind zwei besonders hervorzuheben: Transcribus und eScriptorium. Ich weiß, dass in Deutschland manche Projekte auch benutzen OCAD und anderen, aber ich musste meine Forschungsprojekte auch ein bisschen beschränken. Bei ersten handelt es sich um eine Software mit grafischer Benutzeroberfläche, die Ende der 2010 Jahre mit europäischer Finanzierung entwickelt wurde, bevor sie auf ein kostenpflichtiges Modell umgestellt wurde, mit dem sie derzeit weiterentwickelt und verbessert wird. Im Jahr 2018 wurde in Frankreich der Kommandozeilen-Software Kraken von Benjamin Kissling entwickelt, die mit ihrer eScriptorium-Benutzeroberfläche ausgestattet wurde. Das Prinzip ist hier, die Entwicklung in einer offenen Perspektive fortzusetzen. Beide Programme versuchen, Standardschnittstellen wie Alto oder PageXML für den Import und Export von Daten zu unterstützen.
Einigen gegenwärtigen Projekte in HTR verwenden entweder die oder die anderen Software in einer Perspektive, die sich zwar den technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen, die in den anderen Software gemacht werden, nicht verschließt, aber oft auf eine Software beschränkt bleibt. Ich versuche also nicht so sehr die Schwäche und Vorteile von eScriptorium und oder Transkribus im Vergleich zueinander zu messen. Diese Merkmale sind den Fachleuten recht gut bekannt, sondern vielmehr mit beiden Tools gleichzeitig zu arbeiten, um ein Projekt auf möglichst effiziente Weise durchzuführen. Auf technischer Ebene interessiere ich mich für die Frage der Interoperabilität von Daten, die mit freier Software in proprietärer Software erstellt wurden und umgekehrt, sowie die Frage der freien Verfügbarkeit von Daten, Metadaten und Modelle für die Segmentierung und Transkription. Soweit ich weiß, aber falls Sie jemals eines kennen sollten, bin ich sehr interessiert, hat nur ein weiteres Projekt beide Softwares gleichzeitig verwendet. Untangling the Cordel von Elina Leblanc und Pauline Jackson aus der Universität Genf. Ihre Methode jedoch wendet eine Software auf ein bestimmtes Korpus und eine andere auf ein anderes Korpus an. Also nicht zwei Anwendungen auf ein und dasselbe Korpus, soweit ich weiß. Gegenwärtig wird Scriptorium häufig wegen seiner unergonomischen Benutzeroberfläche und des schwierigen Zugangs zu einer Instanz kritisiert, während die größten Schwächen von Conscribus in seiner semi-kommerziellen Natur liegen, da nur die Lite-Version kostenfrei ist und man für die Bearbeitung umfangreicher Korpora bezahlen muss. Beide Anwendungen verwenden außerdem unterschiedlichen Technologien, die zum großen Unterschiede bei der Segmentierung und den daraufhin erstellten Transkriptions führen. Scriptorium hat vor einigen Monaten seine Benutzeroberfläche aktualisiert, während Transkribus immer mehr aussortperformative Transkription im Modell für unterschiedliche Handschriften auf der Grundlage von offenen Daten zur Verfügung stellt. Jedes Projekt zur automatischen Transkription beginnt mit dem Schritt, Bilder in einer Qualität zu erwerben, die ausreicht, damit der Computer damit trainiert werden kann. Im Fall meines Forschungsprojekts kann ich von einer Digitalisierung der Mikrofilme der Plädoyerregister der Pariser Parlament in hoher Qualität profitieren. Sie sind auf der Website der französischen Nationalarchiv frei zugänglich und können einzeln heruntergeladen werden. Praktisch ist, dass der digitale Dienst des Nationalarchivs auf Anfrage den Download eines gesamten Registers im TIFF-Format in exzellenter Qualität anbieten. Obwohl erste Transkriptionstests mit diesen Bildern möglich sind und recht gute Ergebnisse liefern, bleibt eine Schwierigkeit die einzige größere bislang bestehen. Die Anerkennung von Absatzmarke, diese kleine C und diese Doppel-T, die Sie groß auf dem PowerPoint sehen, in der Transkription. In meiner Quellen gibt es zwei verschiedene Zeichen. Sie markieren ab der Mitte des 13. Jahrhunderts die Einführung eines neuen Absatzes oder einer neuen textuellen Sinneinheit. Sie können auch als visuelle Indikatoren für ein Zitat in einem Text verstanden werden. Das kleine Doppel-T steht für einen neuen Schritt innerhalb eines Verfahrens, Zeugenaufruf, Verweisung des Prozesses an den Rat, Bitte um eine weitere Erläuterung und so weiter. Man versteht also sofort, wenn man ein Bild von diesen Quellen sieht und diese kleine Sonderzeichen, wie entscheidend es ist, dass in dieser Masse von Dokumenten, die sich in ihren Formen ziemlich wiederholen, dass diese Markierungen für die Textstruktur sein können. Der Rest des Layouts bleibt nämlich relativ redundant, auch von einem Register zum anderen. Nach den ersten Seiten des Inhaltsverzeichnisses ist der Text zweispaltig aufgebaut. Der an den Randen angegebene Text wiederholt sich und markiert einen neuen Wochentag oder einen Prozess, der an den Rat verwiesen wurde, das heißt außerhalb der laufenden Sitzungsperiode des Parlaments. Außerdem scheint er gleichzeitig mit dem Haupttext verfasst worden zu sein und nicht eine nachträgliche Erläuterung zu sein.
Da ich mich an der Entwicklung wieder verwendbarer Standards für die im Rahmen meines Forschungsprojektes erstellte Daten beteiligen möchte, verwende ich eine bestimmte Ontologie zur Beschreibung meiner Quellen. Segmento, die in 2021 von Simon Gamet, Jean-Baptiste Camps und Ariane Pinch entwickelt wurde. Diese Ontologie etablierte ein kontrolliertes Vokabular zur Beschreibung von handgeschriebenen und gedruckten Seiten. Angewandt auf Register von Plädoyer ergibt diese Ontologie einen Bereich Menson im Blau, dunkelblau auf das Bild, der den Haupttext enthält, eine oder mehrere Bereiche Margin für den Randangaben, einen Bereich Numbering mit der späteren Folierung und einen Bereich Titelpage mit den Daten, die auf bestimmte Folianten erscheinen. Die Ontologie schlägt auch eine Zeilenstrukturierung vor, die in diesem Fall nicht angewandt wird. Eine Frage bleibt, und ich wollte auch gerne mit Ihnen darüber diskutieren, dass Segmento ein Feld Damage vorschlägt. Soll ich versuchen, die bestätigten Bereiche des Manuskripts, wie oben links auf das Bild, aus meiner Layout-Beschreibung zu isolieren, da Schäden die Ergebnisse der Transkription beeinflussen würden? Die Berücksichtigung von Absatzmarke stellt eine gewisse Schwierigkeit dar. Sie befinden sich nicht wirklich am Rand, sondern sind auch zu weit vom Textkörper entfernt, wie Sie hier sehen, um von der Maschine als zur selben Zeile Gehirn erkannt zu werden. Um die Erkennung der Bereiche zu verbessern, riet mir Benjamin Kissling, die Bilder in zwei Hälften zu schneiden, da die meisten Segmentierungsmodelle eher auf einer Seite als auf einer Doppelseite trainiert worden waren. Ich arbeitete mit einer kleinen kostenlosen Software, Skyteller, die 2007 erstellt und 2012 zum letzten Mal aktualisiert wurde. Diese bietet neben dem automatischen Zuschneiden der Bilder auch eine Erkennung von Text- und Randbereichen. Ich stellte mir daher die Frage, ob eine andere Arbeit beim Zuschneiden der Bilder zu einer besseren Erkennung der Bereiche bei der Segmentierung führte. Und Sie haben zwei Beispiele von der gleichen Seite, aber anders geschnitten in Scantaler. Es scheint, dass die Methode der Zoneneinteilung durch die Annahme einer restriktiven oder nicht restriktiven Definitionen der Textzonen absolut nichts an der Art und Weise ändert, wie die Zonen für Transkribus und Inskriptorium erkannt werden. Der Unterschied ist vor allem visuell in der Aufteilung des Bildes. Es wird also keinen Arbeitsschritt auf Scantaler geben, der der Segmentierung vorgeschaltet ist. Im Laufe des vergangenen Jahres habe ich weitere Pre-Processing-Schritte bei der Bildern durchgeführt, um ihre Auswirkungen auf die Transkriptionsqualität zu testen, die Verrohung des Kontrasts und Rauschen zu beseitigen, das durch die transparente Vorschau des Textes des vorherigen Seite oder eine ganze Passage in Schwarz-Weiß verursacht wurde. Aus diesem Test ergibt sich, dass keine weitere Veränderung der Bilder zu einer wirklichen Verbesserung der Erkennung von Bereichen oder der Transkriptions führt. Wie bereits erwähnt, verwenden Transkribus und Inskriptorium jedoch nicht die gleichen Technologien, insbesondere für die Segmentierung oder auch Layout-Analyse. Der nächste Schritt bestand also darin, zu definieren, welches Tools am besten geeignet ist, um die Absatzmarke in Haupttextbereiche zu erkennen und nicht als Zeichen in einer eigenen Zone. Ich gab dieser Lösung den Vorzug aufgrund der Nähe der Absatzmarke zu Haupttextbereiche, aber auch, weil es einfacher ist, sie automatisch zu markieren, wenn der Text beispielsweise in XML exportiert wird. Über diesen Punkt kann man diskutieren, aber nach dem jetzigen Stand benötige ich diese Zeichen für die anschließenden Auswertungen voraussichtlich nicht. Die Segmentierung ist entscheidend für die Abgrenzung von Texteinheiten, aber auch für das Verständnis dieser Einheiten nach ihrer Transkription innerhalb des Layouts. Sie besteht darin, auf dem Bild eines Texts die verschiedenen Elemente des Seitenlayouts zu identifizieren,
Absätze oder Textbereiche, Zeilen, Wörter und manchmal auch Buchstaben. Sie wird in einem Satz von Koordinaten übersetzt, die entweder die einer Grundlinie, Baseline sein können, die der unterste Ebene einer Zeile entspricht, oder die eines Hashtags, das die Zeile enthält. Hier liegt ein Unterschied zwischen Transkribus und Iskriptorium. Während beide Baseline verwenden, ermöglicht Iskriptorium eine ebenso weitgehende Korrekturarbeit an den Masken, das heißt an den Hashtags, die die Textteile enthalten, wie an den Zeilen selbst. Eine Korrektur der Baseline in Iskriptorium führt direkt zu einer neuen Berechnung der Maske, was eine feinere Annäherung an die Details ermöglicht, wie ich es mir bei dem Absatzmarker wünsche. Bei der Segmentierung derselben Seite eines Testregisters erhalten wir somit zwei verschiedene Segmentierungen. Transkribus verwendet standardmäßig ein Segmentierungsmodell namens Transkribus LA. Iskriptorium arbeitet grundsätzlich mit Kraken. In den Details erkennt man, gibt Transkribus LA und da Iskriptorium mit Kraken. In den Details erkennt man, dass Paragraphzeichen oder Absatzmarke in Kraken viel besser in die Baseline integriert sind als mit LA in Transkribus. Das ist der kleines Bild rechts und das ist kleines Bild auch da rechts. Das Modell von Iskriptorium von Kraken, also das Modell, also das Engine von Kraken ist viel flexibler und erfordert daher, so die Vermutung, weniger Training, um die Erkennung von Absatzmarken zu erlernen. Es scheint also, dass Iskriptorium das beste geeignete Tool für die Segmentierung meiner Quellen ist. Wenn ich anschließend in Transkribus weiterarbeiten möchte, müsste ich das trainierte Segmentierungsmodell in Transkribus importieren. Dies kann zu Interoperabilitätsproblemen führen, obwohl normalerweise das offene Modell von Iskriptorium genau für In- und Export sowie Weiterverwendung ausgelegt ist und Formate wie XML-Page von beiden Plattformen akzeptiert werden. Allerdings bietet Transkribus in den kostenpflichtigen Expertenversionen neben dem Standard-Segmentierungsmodell Transkribus LA auch die Möglichkeit, mit Kraken zu arbeiten. Ich habe also versucht, die Effizienz dieser beiden Segmentierungsmethode auf Transkribus zu messen, indem ich den Prozess mit denselben Bildern wie auf Iskriptorium wiederholt habe. Es scheint, dass Kraken auf Transkribus genauso gut funktioniert wie auf Iskriptorium, was meine Entscheidung gegen Transkribus LA bestätigt. Der größte Nachteil ist die Segmentierungszeit. Auf Transkribus dauert die Segmentierung von zwei Seiten mit Kraken ohne irgendwelche Training über 20 Minuten, während sie auf der von INRIA gehosteten Kraken-Instanz, auf der ich einen Account habe, nur 2 oder 3 Minuten dauert. Man muss sich also mit der wichtigen Frage des verfügbaren Speicherplatzes auf der verschiedenen Servers, auf denen Kraken gehostet wird, auseinandersetzen und den Server wählen, auf dem sich derzeit die wenigsten aktiven Forschungsprojekte befinden. Obwohl die Gründe dafür nicht im eigentlichen Sinne wissenschaftlich, sondern eher technisch sind, überlege ich daher, meine Segmentierungsmodell auf der Iskriptorium-Instanz von INRIA zu trainieren und danach einen Import nach Transkribus zu versuchen. Parallel werde ich genau die Segmentierung als Testlauf in Transkribus versuchen, auch wenn es vermutlich nicht effizient ist. Nachdem die Schwierigkeiten bei der Segmentierung des Dokuments gelöst wurden, muss ich das Segmentierungsmodell noch sauber auf Iskriptorium trainieren. Dafür ist das Training-Korpus bereits definiert und das Korpus der Ground Truth manuell korrigiert. Welches sind die Schritte, die als nächstes folgen?
Es gibt heute genügend generische Transkriptionsmodelle für mittelalterliche Quellen aus dem Abendland, so dass es nicht unbedingt notwendig ist, eine Transkriptionsmodelle from scratch zu entwickeln. Dies hängt natürlich von der Quellen ab und Projekte wie Notre-Dame de Paris müssen aufgrund der besonders komplexen und fluktuierenden Layout zumindest ihre eigene Segmentierungsmodelle entwickeln. Für eine Ein-Personen-Projekte wie das meine lohnt es nicht wirklich viel Zeit in eine From-Scratch-Modelle zu investieren. Ob bei Transcribus selbst oder bei Initiativen wie HTR United, einer Plattform, die Datenbasis und Modelle zur Verfügung stellt, gibt es eine Sammlung an nachnutzbare Modelle. Für meine Zwecke habe ich mich für das Modell Medieval Script entschieden, dass dank Tobias Rodel auf Transkribus verfügbar ist. Dieses Modell wird auf mehreren wichtigen Corpora der Projekte Crema, Imani, Citera Nuova und Charters and Records trainiert. Die Charakter-Error Rate auf diesem Korpus liegt bei ungefähr 7%, was eine hervorragende Grundlage für eine Feintuning bietet. Bei der Anwendung auf meine Quellen vor dem Training liefert das Modell ausgezeichnete Ergebnisse, insbesondere bei der Auflösung von Abkürzungen, abgesehen von einigen fehlerhaften Stellen. Dennoch müssen vor jedem Training mehrere Entscheidungen getroffen werden. So muss ich zunächst die Form der gewünschten Transkription festlegen. Die erste, die mir in den Sinn kommt, ist eine Transkription, die die Abkürzungen auflöst und einen Text anbietet, der direkt auf Französisch lesbar ist. Da es jedoch nicht nur darum geht, meine eigene Forschungsfrage zu beantworten, sondern auch darum, die Daten aus diesen Registern zur Verfügung zu stellen, muss man an die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieser Quellen denken und daran, ob es sinnvoll sein könnte, die Abkürzungen beizubehalten und sich, wie Dominik Stutzmann es ausdrückt, für eine graphematische Transkription zu entscheiden. Zwar stellt die Auflösung der Abkürzungen bereits eine Interpretations dar und führte zu einem erheblichen Verlust an Informationen über die mittelalterliche Sprache der Quelle, doch in diesem Fall scheinen mir diese Informationen für die Forschung nicht von der anscheinenden Bedeutung zu sein. Aber wir können darüber gerne darüber diskutieren. Die Plädoyerregister sind im Nachhinein verfasste Gerichtsakten, deren Sprache eher stereotyp ist. Dabei wäre es meiner Meinung nach wichtiger, den Text teilweise zu normalisieren, um ihn für Forschende leichter durchsuchbar zu machen. Die Frage ist jedoch noch offen, welche redaktionelle Entscheidungen getroffen werden müssen, um das Transkriptionsmodell so anzupassen, dass es für möglichst viele Forschende am effizientesten ist. Selbstverständlich wird jede Entscheidung dokumentiert. Aus technischer Ebene ist es noch nicht ganz klar, ob das Training dieses Transkriptionsmodell auf Transkribus stattfinden wird. Es ist auch durchaus möglich, dass Transkribus sich auch hierbei von eScriptorium unterscheidet, wie es bei der Segmentierung der Fall ist. Ein Argument für das Testen mit eScriptorium ist, dass ich in dem Korpus mit dem Tobias Rodel das sogenannte Meta-Modell trainiert hat, Daten des CREMA-Projekts befinden, die ursprünglich von eScriptorium stammen. Es wird also notwendig sein, die Akkuratitätsraten in ausreichend großen Korpora zu vergleichen, um begründend auch zu wählen zu können zwischen dem Meta-Modell von Transkribus und dem CREMA-Modell, das speziell auf lateinische Quellen des 10. bis 15. Jahrhunderts trainiert wurde. Letztlich resultiert die Wahl der einen oder anderen Software nicht aus einer binären Entscheidung. Vielmehr ist es notwendig, auf jeder Stufe der Pipeline Tests durchzuführen, um herauszufinden, ob Transkribus oder eScriptorium sich als die effizienteste Lösung für die Transkription meiner Quellen erweist. Die Entscheidungen, die im Rahmen meines Projekts getroffen wurden, können in einem anderen Projekt je nach Art der Quellen oder wissenschaftliche Fragestellung durchaus unterschiedlich ausfallen.
Transkribus hat eine grafische Benutzeroberfläche und ist daher einfacher zu bedienen, was vielen Forschungsprojekten entgegenkommen kann, die in ein einfaches Transkriptionstool suchen, zumal Transkribus versucht, neue Technologien mit der Kraken-Engine zu integrieren. Dennoch stößt es an seine Grenze, zumindest bei der Segmentierung, was mein eigenes Projekt betrifft. Scriptorium ist derzeit noch weniger benutzerfreundlich, was viele Forschenden davon abhält, viel Zeit in die Schulung für ein neues Tool oder das Erlernen der Kommandozeilen zu investieren. Es sind jedoch zahlreiche Entwicklungen im Gange, um die Anwendung benutzerfreundlicher zu gestalten. Mittelfristig bleibt das Hauptproblem von Scriptorium seine Abhängigkeit von Instanzen. Man kann den eigenen Rechner als Instanz konfigurieren, das ist aber sehr komplex und schwierig. Bleibt die Nutzung von Instanzen, die in der Forschungszentren gehostet werden, in Frankreich wie zum Beispiel INRIA oder Paris Urban Lettres, in Deutschland Mannheim oder in der Schweiz Genf? Selbst wenn es wächst und bereits eine sehr aktive Community hat, schließt es einen Großteil der Forschenden aus, die nicht die Service dieser Institutionen nutzen können. Es lohnt sich also für einige Projekte, Zeit und Geld in Transkribus zu investieren, wobei man auf die klassischen Herausforderungen der HTR-Nutzung achten sollte. Weil die weiteren Schritte nach der Erschließung der Transkriptions betrifft, so habe ich mehrere Möglichkeiten. Transkribus bietet ein Tools an, mit dem man Metadaten direkt in die jeweilige Transkriptions einschreibt und Worte auszeichnen kann. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit einer Name Entity Recognition. Dabei werden Namen, Ortsangaben, Datum, Informationen und so weiter automatisch aus einem Text herausgefiltert und ausgezeichnet. Dadurch wird ein neuer Zugang zum Text geschaffen, der nicht mehr auf direktem Lesen, sondern auf eine gezielte Lesen berührt. Man wird dann auf Bibliotheken mit benannten Entitäten zurückgreifen müssen, die für die mittelalterliche Periode um meine Quellen, zum Beispiel Variabilität der Namen, Funktionen oder Daten, geeignet sind. Die historische Analyse hat dann begonnen und wird fortgesetzt, um eine soziale Analyse der Stellung der Gelehrten in der mittelalterlichen Gesellschaft durchzuführen. Diese Arbeit profitiert von einem besonders dynamischen Kontext der Forschung über Paris im Mittelalter im Bereich der digitalen Geschichtswissenschaft, mit Arbeiten zu Geoinformationssystemen oder mit prosopografischem Zugang. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.